Zeitreise in Oldtimern. Zum 10. Mal findet in Straubing morgen das Nostalgie-Fahrzeugtreffen statt. Rund 60 alte und seltene Autos sind dann am Start. Das Besondere dieses Jahr, alle Fahrzeuge sind bis zum Jahr 1939 gebaut worden. Nach der Rundfahrt können Interessierte die Oldtimer ab etwa 15 Uhr auf dem Ludwigsplatz besichtigen. Thank you.
das nicht. Wir fahren auf die Sprengung. Und zwar, wir fahren jetzt da vorne links auf die Ampel zu. Bei der Ampel dann links rauf über die Westangänge, oben etwas noch an einem Eisstadion links halten. Wir fahren also dann Richtung JVA im Sitzvollzug am Schall, fahren wir dann die Passage aus raus zum Kreisverkehr. Wie ist das gut, Herr Rundl? Bundestagsabgeordnete. Von den Grünen, freue mich, dass die Grünen da sind. Ja. Der, wo man jetzt nicht verstanden hat, der sollte sich bei mir bitte meinen, ich habe es auch dann schriftlich. Ja. Vor allen Dingen die Mannschaft aus Dresden. Ja. Das heißt ja, gell? Ja. Aber denen bringen wir auch noch bayerisch bei. So ist das nicht. Zumindest wenn sie einmal eingemeldet werden. Die Welt ist aber so zu Bayern, ne? Sachsen, das muss man wissen. Ist ja auch Freistaat. Ja. Also, ich wünsche gute Fahrt. Und dann sehen wir uns jetzt dann sowieso beim, das ist bei der Firma Senebum. Also. Thank you.
Thank you.
hört. Thank you.
Abitieri. Alle herzlich willkommen zu heißen. Ich freue mich riesig, dass diese wunderbare Veranstaltung auch heuer wieder stattfindet. Es ist etwas Besonderes, glaube ich. Nicht nur
für uns, für die Region, sondern weit überregional eine ganz besondere Veranstaltung. Und da gilt mein erster Dank und mein erster Respekt über Alfred Thier, weil ich weiß, dass da ganz viel Leidenschaft, ganz viel Liebe dabei ist, aber auch, ich glaube, unglaublich viel Arbeit. Das muss man schon sagen. Naja, man braucht schon Geduld und Durchhaltevermögen, wenn man sowas anpackt und immer wieder umsetzt. Und deshalb dir erst einmal ein riesen Dankeschön und einen großen Respekt. Ich finde das großartig, was du da seit Jahren, jetzt zum 10. Mal, mittlerweile zum 10. Mal, und das ist schon ein besonderes Jubiläum, möglich machst. Lieber Alfred, als Organisator, lieber Oberbürgermeister, alle Helferinnen und Helfer bei diesem Nostalgiefahrzeugtreffen, liebe Gäste am Stammplatz in Straubing, ich kann mich nur den Worten unseres Oberbürgermeisters anschließen, ein außergewöhnliches Treffen. Oldtimer-Treffen, Oldtimer-Ausfahrten gibt es viele, aber Nostalgiefahrzeuge in der Qualität, in der Vielfalt und in dem Alter, muss man sagen, die Jüngsten sind 85 Jahre alt, die Ältesten weit über 100. Das findet man nirgends in ganz Bayern. Da möchte ich dir, Alfred, ganz herzlich Danke sagen und ein großes Kompliment. Dir und alle, die mithelfen für dieses tolle Treffen. Es ist immer ein Höhepunkt des Jahres, wenn die Nostalgiefahrzeuge da am Stammplatz sind. Und auch ein Kompliment zu 10 Jahren, 10 Jahre hintereinander, da muss man wirklich viel organisieren. Man muss gute Kontakte haben, man muss wissen, wo die Fahrzeuge stehen und man muss selber auch hinfahren auf andere Treffen, damit die dann auch kommen. Kompliment, danke für das Engagement. Wir hoffen, dass wir noch oft mit dir viele schöne Fahrzeuge bewundern können. Alfred, jetzt hast du in deiner Garage so viele tolle Stücke, Schmuckstücke hier stehen, so viele tolle Autos. Was ist denn dein Lieblingsstück? Meine Frau. Sicher. Dicht sein, dann holt er sich von da wieder über den Motor. So, jetzt wisst ihr auch, wie Holzvergaser riecht. Ja. Ja, Säge, hacke. Ja. Ja, so. Aber es wird ja mal Zigarettenschacht, die Größe ist aber ein bisschen dicker. Das will er haben, ja. Also keine lange Scheide. Dann macht er die Kohle nicht so schnell, darf auch nicht zu dick sein. Der schrumpft 40% von der Leistung. Ja.
Nintendo oder gar